Willkommen zurück zu einer weiteren Xenoverseuchten Folge Warhammer 40k Space Marine 2. Freut mich, dass du da draußen wieder in der Seuche mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Damit erledige ich sie. So sieht's aus. Bewerten, kommentieren. Für ein wenig Support. Ich würde mich sehr freuen. Durch die Tür kommt nichts. Lüftungstunnel? Das ist eine Ebene tiefer. Gehen wir. Erstmal schauen wir uns ganz kurz hier oben nach oben, ob es irgendwo einen Datalog gibt. Plasmapistole. Na, ich habe das Kettenschwert jetzt nochmal mitgenommen. Ich finde das irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, schneller und genauso wuchtig fast. Also ich habe jetzt da nicht Ausrüstung so einen gefunden. Riesenunterschied gemerkt, dass ich jetzt sagen will, okay, der Impact vom Plasmaschwert ist deutlich stand etwas geiler. Mit Blut geschrieben. Imura. Sei still, Bruder. Die Worte des Erzfeindes sind gefährlich. Relevante Daten sollte man nicht einfach ignorieren. Hattest du schon mal mit dem Erzfeind zu tun, Sergeant? Bisher noch nicht. Dann rate ich dir, hör auf den Bruder. Genau, Alter. Grünschnabel, halt die Fresse und hör auf deinen Bruder. Wenn der Erzfeind damit zu tun hat, könnte er dann nicht hier sein? Das hoffe ich. Ich will diese Verräter leiden sehen. Schon der Gedanke an sie macht mich wütend. Mit dieser Wut rechnen sie. Lass nicht zu, dass sie das ausnutzen. Ich habe halt gar keine Heilung mehr, ne? Wir sind richtig nackig unterwegs. Immer schön, wenn man über Tyranniden stampft und nochmal so ein bisschen Siffe rausspratzelt. Blop. Blop. Hier unten. Da willst du rein. Hier Gut. hat der Adeptus Mechanicus gekämpft. Diese abscheulichen Kreaturen verseuchen alles. Wie weit bis zum Cogitator? Keine direkte Route. Das wird wohl etwas länger dauern. So ruhig, ne? Ich meine, die schlawinern hier zwar rum. Schatten stehen da auch rum, aber irgendwie wurde ich noch nicht befummelt. Warum greifen sie nicht an? Sie planen irgendetwas. Was können diese Insekten denn schon planen? Das sind nur Drohnen. Aber wer steuert sie? Ein würdiger Gegner. Sektor D4. Ah, sieht schon alles sehr fett aus, ne? Bam, 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 noch bam. Mehr dreckige Tyranniden. So eine Plage. Sie besudeln die Welten mit ihrer Anwesenheit. Pyroblaster. Bisschen Heilung wäre irgendwie ganz geil. Denn davon bekommen wir im Moment gar nichts. Ich habe gestern auch mal den PvP-Modus gespielt im Stream. Sehr geil. Wirklich, macht richtig Bock, finde ich. Habe ich Bock drauf, weiterzuspielen. Also, falls jemand mal dabei sein will und mitspielen will. Sucht nach einem Zugangsterminal. Du wisst doch Bescheid, ne? Führe Systemreparatur aus. Wäre natürlich sehr, sehr gill, ein Team zu haben. Und dann kann man da richtig rasieren, richtig grinden. Was war das? Keine Energie nach dem Zurücksetzen. Sich die ganzen geilen Sie Sachen holen. Nehmt die Bolter. Ich hab einen Flammenwerfer. Aufpassen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ja, da sind sie. Wow, 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 wow. Boah, guckt sie euch an. Alter, wie viele. Boah. Komm mal her, du kleines Früchtchen. Schon Granate scharf. Alter, da kommen sie, die Massen. Schönes kleines Grillfest. Ein bisschen Barbecue.
Xeno Barbecue ist immer das beste Barbecue. Lass mich los, Monster! Oh, was ist das denn für ein? Das ist so dunkel. Darkroom. Lass mich los! Liktor! Och nö, ein Liktor! Ich zeige euch, was Furcht ist! Ich hab keine Ahnung, wo er hin ist. Da! Oh nee, der ist zu schnell. Oh, eine andere Waffe, das wird hier nix. Oh, wo. Muss nachladen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, komm ich da ran? Nee, dann muss er eben so sterben. Ich habe den Liktor erledigt. Ein edles Geschenk. Energie ist wieder da. Weiter durch die Tür. Ein edles Geschenk voller Energie. Alter, die Darkroom-Action mit so einem Schlektor war schon echt unangenehm. Aufgefüllt. Oh, guck mal, die haben sogar Geschenke dagelassen. Süß. Einen Moment, Brüder. Durch den Gang. Derbe, oder? Wir müssen da hoch. Stell dir mal vor, so fristest du dein Dasein. Für den Maschinengott. Schlimme Vorstellung, ne? Keiner will so leben, wenn man das Leben nennen kann. Nach jetzt darf ich drücken plötzlich. Erst nichts, dann alles. Durch den Knotenpunkt geht's zu den Datenbanken. Die werden sich wehren. Die wollen uns die Mission versauen? Unsere Mission interessiert die nicht. Die wollen uns einfach nur töten. Die wollen uns einfach nur töten. Oh, Munition bin ich voll, ha? Serverraum. Die heiligen Daten. Oh, wie das alles wegspratzelt. Ist ja besser als der Bambus. Muss man einfach mitnehmen. An die Arbeit. Oh no! Ein Primarchen! Ein Carnifex! Wie gehen wir vor? Lasst euch nicht von seiner Attacke erwischen! Wow. Hier wartet der Tod auf dich, Mistvieh! Der Carnifex war übrigens auch der Bruder, der uns ganz am Anfang auseinandergepflückt hat. Setze Fragmentgranate ein! Boah, die Fragmentgranate, die schmeckt. Gib ihm! Ladehemmung! Wow! Granate geworfen! Oh nein, ich hänge in der Säule! Boah, Glück gehabt! Nachschub! Autsch! Ich freue mich schon, den da zu finishen. Oh, was? Ihr holt Freunde? Ah, er spittet wieder. Lade Munition. Guck mal, die machen gar kein Damage. No? Mach mal eine Pause, Alter. Jetzt ist er im Rage. Oh, ich hab die Granaten nicht genommen. Irgendwo da lang nehme ich noch Fragmentgranaten rum, die hätte ich ganz gerne dabei.
Ich nehme Ausrüstung. Nice. Fragmentgranate raus! Komm! Nice! Alright, alright. Ey, der Kleine da hinten, der geht aber böse auf die Nase. Wechsel Magazin. Wow. Brauche Munition. Alter, die Kleinen hacken uns. Auf Muni. Nachladen. Yes, 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 yes. Gib ihm. Revanche. Wohohoho, reiß ihm das Ding runter. Bereit für Spezialtaktik. Hab den Carnifex getötet. Von so einer großen Bestie hätte ich mir mehr Gegenwehr erwartet. Er war in der Unterzahl. Ich habe einmal einen Carnifex nur mit einer Bolt-Pistole bekämpft. Das war ein Kampf. Ha. Ich fand den Kampf ganz unterhaltsam. Freut mich. Oh, yes, Muni. Geil, Mann. Das Design, ne, von diesem Carnifex ist einfach so episch. Schaut euch das an. Richtig, richtig geil, wie ich finde. Also optisch sind Tyranniden schon mega fett. Aufgefüllt. Oh nein, noch tiefer rein in die Hölle. Von einem Schlot in den nächsten. Warum haben wir überhaupt einen Aufzug genommen? Die Anlage ist zerstört. Hoffentlich steht das Datenzentrum noch. Können wir auf Lu's Suchdaten von woanders aus zugreifen? Offensichtlich nicht. Das hier oder nichts. Schockgranaten mitnehmen. Muni. Schmuni Muni, was mit dem denn passiert? Der wurde auch ganz schön in die Mangel genommen. Mansch, Mansch, Mansch. Stalker. Ah, ich weiß nicht. Nee, ich bleib hier bei meinem Schweren, oder? Was haben wir denn in Storm, glaube ich? Was für eine Forschung rechtfertigt so viele geopferte Menschenleben? Das überrascht mich nicht. Der Adeptus Mechanicus gibt sich zu gern selbst als Monster aus. Weiß einer, ob für die Zukunft eigentlich noch mehr Waffen geplant sind? Weil ich finde schon, die Waffenauswahl ist jetzt so... Ja. Ich würde es geil finden, wenn da irgendwie noch ein bisschen more stuff kommen würde. Boah, ich bin mittendrin wieder, ne? Für den Imperator! Wow. Komm schon! Oh, langsam unangenehm. Ungeziefer vernichtet. Ach, das ist deiner oder was? Lade nach. Die wollten mich hier schon wieder parasitär beuteln. Die Mistviecher. Stabilisiere Vitalwerte. Erstmal so einen Vitalriegel reingedrückt. Munition gesichert. So ein Seitenbacher Müsli to go. Türfunktion ist außer Betrieb. Weg wird angepasst. Xenos, sie haben uns in die Ecke gedrängt. Warum das schießt du auf mich? Du visierst doch meine Mates an. Du kleiner Kackpriester.
Kann der bitte mal jemand töten? Niemals. Dankeschön, Dankeschön. Zugang wiederhergestellt. Korridor kann genutzt werden. Gehen Sie weiter, beim Willen des Omnisire. Servo-Schädel, das hat aber auch ganz schön gedauert. Der Omnisire wird nicht erfreut sein darüber, über deine minderwertige Programmierung. Einfach großartig. Der Kern des Reaktors. Seine Instabilität ist so wundervoll. Diese Maschinen verhindern doch nur, dass die Welt ihre Schönheit sieht. Captain, erlaubt mir zu sprechen. Oh, was bedrückt Sie, Corporal? Captain, Berichten zufolge sind die Tyranniden auf dem Weg hierher. Ziehen Sie Einheiten von den wichtigsten Korridoren ab. Sollen Sie näher kommen? Aber... Machen Sie schon, Corporal! Stellen Sie meine Autorität nicht in Frage. Ich habe letztens noch so ein paar Kommentare gelesen, weil ich jetzt hier gerade wieder hier das Kettenschwert raushole. Dass es so ein Rip-Off wäre von Gears of War. Und ich denke mir immer so, alter Leute, ihr meint das doch nicht ernst, oder? Ja, schön, dass man von Gears of War bedient, ne, was das Kettenschwert angeht. Mhm, ja. Ist mir direkt aufgefallen, keine eigenen Ideen haben. Sich dann irgendwie bei anderen Franchises bedienen. Auch hier diese wuchtige Panzerung. Ja, sehe ich doch sofort. Das Gears-Rip-Off. Oder es wäre von Halo geklaut alles. Ich war auch so, alter Leute. Also die Ähnlichkeit mit Halo sehe ich nicht mal. Ja, aber es spielt im All. Und streng genommen ist der Master Chief ja auch sowas wie ein Space Marine. Kein Zeichen vom Erzfeind. Vielleicht ist er schon weg. Vielleicht hat er gar nichts damit zu tun. Halten wir uns an die Fakten, Bruder. Ich deute nur die Daten, wie es der Codex Astartes mich gelehrt hat. Ich deute nur die Daten. Ein Volkit-Reaktor. Läuft noch. Ich hoffe, der Maschinengeist hat ihn im Griff. Eine Schmelze wäre eine Katastrophe. Nach der Datensicherung deaktivieren wir ihn. Reaktor wird also abgestellt. Alright. Wenn die Bude noch steht, denn irgendwie bröckelt hier langsam alles zusammen. Ich erwache. Leutnant Titus, Ultramarines, zweite Kompanie. Bitte Befehl eingeben. Orte Morias Luz. Zugriff verweigert. Zugriffsrituale bestätigt. Ort wird gesucht. Avarax. Die Stadt. Tempel von Versehen. Vitalwerte erhöht. Ich rufe einen Thunderhawk. Warte. Öffne Datei Projekt Aurora. Bitte Gründe für Anfrage darlegen. Öffne die Datei. Öffne Datei Rekonstruktion. Bruder, die Akten sind geheim. Verdammt! Sie wurde zerstört. Mechanikus-Idioten. Zeig mir den Standort des Artefakts. Achtung! Volkit-Reaktor instabil. Kernschmelze steht bevor. Hier wird alles zusammenfallen. Und die Stadt darunter begraben. Holt sie vom Kern runter! Sie werfen sich in den Reaktor! Wir müssen ihn abschalten, bevor sie ihn noch mehr destabilisieren! Maschinengeist, schalte den Reaktor ab!
Verweigerung. Fernschaltungen sind verschmolzen. Manuelle Überschreibung erforderlich. Erklär dich! Die Notfallentkopplungsmechanismen befinden sich auf der Reaktorplattform. Da muss ich jetzt hin. Steuerung. Boah, das Ding spratzelt, ne? Komm mal her, du kleiner Louis. Erwischt. Flupp. Da ist nicht mehr wirklich viel übrig. Raketenmast wird abgeworfen. Bitte warten. Gib mir den schweren. Sie kommen! Haltet sie vom Reaktor fern! Oh, here we go. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Schockgranate raus! Boah, ja, müssen wir rein in die Soße. Wow. Sie sind beim Reaktor. Wow. Haltet sie auf, verdammt. Nein. Reaktor sieht gut aus. Noch mehr Tyranniden, meine Brüder. Jetzt lernen sie Ultramas Gastfreundschaft kennen. 82, oh Mann, ich muss ran. Wo hängen die denn? 81. Kleinen Schlingel hier. Nachladen. Boah, Alter, machen die Fernkämpfern Damage. Ei. 81, wir haben es wieder im Griff. Reaktor weiterhin instabil. Ja. Will zusätzliche Masten haben. Muss ich einmal mitnehmen. Geh zur nächsten Konsole. Beeilung. Boah, die ganzen Schützen da hinten. Den brauche ich. Lass ihn am Leben. Wechsel Magazin. So. Vollschildmast wird abgeworfen. Bitte warten. Wie viele Masten sind noch aktiv? Der Reaktor wird von einem Volkitmast aufrechterhalten. Entkoppelt ihn! Befehl kann nicht ausgeführt werden. Fernschaltungen sind aufgrund der hohen Temperaturen verschmolzen. Manuelles Eingreifen erforderlich. Beim Thron! Sie wagen einen erneuten Vorstoß! Fangt sie ab! Okay, wir müssen nochmal verteidigen. Beim Thron! Setze Schockgranate ein. Oh, hier haben sie erstmal Probleme. Lade Waffe nach. Sieht gut aus. Das Monster wünscht sich den Tod, Brüder. Den kann es haben. Kriegt er. Wow. Oh, nee. Ah. Die hasse ich. Zoanthrop, wir müssen seinen Schild zerstören. Einer schon mal am Boden? Was? Zoanthrop eliminiert. Mach den Kleinkram weg, Jungs. Gibt's doch nicht. Alles muss man selber machen hier. Wow, wow, wow. Sie haben den Kern destabilisiert. Ah, ich musste erstmal den wegmachen. Ging nicht anders. So. Muss nachladen.
das war's erstmal wieder, Nachschub. Oder? Reaktor erleidet bei Totalausfall. Kernschmelze steht bevor. Entkoppeln Sie den letzten Mast, um die Abschaltsequenz abzuschließen. Aktiviert die Steuerung. Los! Das werden wir tun in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Ausrüstung bereit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!